Herzlich willkommen zurück zu Lego Jurassic World. Ich weiß nicht mehr, welche Folge wir gerade haben. Ja, ist aber auch egal. Weil steht ja im Titel. Also, wir gehen jetzt direkt in die nächste Mission, weil wir hier letztes Mal aufgehört haben. Ja, man sieht, sie gehen sehr liebevoll miteinander um. Ja. Hier ist viel zum Zerklopfen. So, für Geld. Aber ich kümmere mich ein anderes Mal darum. Weil ich habe ja schon genug zu tun hier. Die anderen Leben zu halten. Lass mich raten. Eins. Zwei. Drei. Vier. War ja klar. War ja auch gar nicht offensichtlich oder so. Da kann man hochspringen. Gehört das noch zur Mission? Ich weiß es tatsächlich gar nicht mehr. Ich glaube, das gehört nicht mehr zur Mission. Ich mach's trotzdem einfach mal. So. Ist da über das Brett? Sieht aus, als würde der Überbrückungsmechanismus für die Blende fehlen. Oh, ist da etwa ein Teil davon im Automaten? Kommt denn das da rein? Ja, ich glaube, das gehört nicht mehr zur Mission. Nein, aber ein Bernstein. Da gibt es irgendein Dino für. Aber da werdet ihr auch nicht selber drauf gekommen. Bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Machen wir mal richtig mit der Mission weiter. Zwar mit Alan Grant einmal hier den Automaten freischnibbeln. Hat jemand Kleingeld? Das kostet einen Dollar und ich habe nur 60. Nein, ich habe 80, 90 Cent. Sie kann schreien, stimmt. Ingen hatte seltsame Vorstellung davon, was ein Snack ausmacht. Lass jeden seine Vorstellung haben. Und wo ist der Rest? Irgendwo im Beton vergraben. Suchen wir es mal. So, dann kurbeln. Da war wieder ein Raptor. Vielleicht blende ich ja wieder so ein Da-Pfeil ein, wie in Folge 5 war es, glaube ich. Die Kloning-Halle, nenne ich es jetzt einfach mal liebevoll. Oh, jetzt habe ich wieder Lust auf Clone Wars. Star Wars The Clone Wars. Da muss ich auch mal ein Lego-Spiel von spielen. Mal wieder habe ich auch schon mal gespielt, aber das noch auf der Wii. Alles okay, Paul? Und so macht man Dinosaurier? Nein, so spielt man Gott. So, diese Eier sind abgelaufen. Ja, das glaube ich auch. Ich hätte mich auch gewundert, wenn ich... Ach, das ganze Geld sammeln, das kann ich ja später nochmal machen. Kann wer reparieren? Ich glaube, Paul konnte reparieren hier. Der da. An
paar echt langlebige Batterien. Wollte ich gerade sagen hier. Ah, Dinos. So. Jetzt hält das Gerät hier die Brücke hoch. Kann Billy da... Ja, Billy kann darüber fliegen. Da sind ja diese Stats hier, die da das kennzeichnen. Ja. Ich sterbe die ganze Zeit an den kleinsten Dinos im Spiel, die es hier gibt. Ich glaube, in dieser Kiste ist Ausrüstung. Ja, die kommt da doch nicht runter. Achso, ja. Ja, genau. Paul, mach mal hier. Holla. Ich hoffe, sie funktionieren noch. Na, noch so einer. Mir fällt gerade auf, dieses weiße Ding da oben, das dreht sich ja mit mir. Der auch so ein... Ja, wie gruselig. Wisst ihr, woran mich diese Dinge erinnern? Einmal an GLaDOS aus Portal. Ein Spiel, was ich wahrscheinlich nie spielen werde. Ist cool, aber wahrscheinlich nicht so meins. Keine Kurbel. Ah, hier ist auch eine. Ja, dann machen wir hier so. Kurbeln. Nein. Nein. Ah, jetzt geht der Scheiß wieder los. Klasse, aber wir brauchen mehr Druck da drin. Okay, wir müssen auf dieses Gerüst über uns gehen. Das wird schwer, wenn die halbe Leiter fehlt. Sind das Knochen? Da habe ich eine Idee. Wir müssen diese Knochen da herausbekommen. Dass du jetzt diese zündende Idee hast und davor schon wusstest, dass wir daran mehr Druck brauchen, finde ich jetzt gerade amüsant. Da sind die Rohre kaputt. Warum immer die Funken sprühen? Ist ja eigentlich Wasser drin. Nur so Rohren. Habe ich selber schon verlegt. Wasserrohre. Ah, ein Ventil. Rad. Ja, wenn du hier den Druck haben willst, dann drück mal. Puff. Ich passe hier einfach durch. Wieso kann er eigentlich keine Knochen bauen? Er ist doch auch da, weil Paläontologen, so heißt es. Er ist auch Paläontologe. Warum kann er dann keine Knochen bauen? Wahrscheinlich, damit nur Alan diese Fähigkeit hat. Igitt, widerlich. Das kann Ian, ne? Ja, das kann Ian. Widerlich? Was ist hier widerlich? Achso, die Knochen. Weichei. Nur all die Tiere an, die sie züchten wollten. Ich sollte ein paar Fotos machen. Ach.
Krass, Amanda hat ihn weggekriegt. Ich dachte, die anderen Charaktere können keinen Schaden machen, wenn ich die nicht spiele. Einmal ein Raptor-Kopf. Mal Billy kann Fotos machen. Ich will... Ah, weil der Raptor-Kopf ist mir gerade wieder eingefallen. Wenn man den hier... Das ist nicht nur ein Kopf. Das ist gleich ein ganzes Viech. Moin. Wüsste ich gern, was da gerade passiert ist. Er ruft um Hilfe. Kommen Sie! Ja. Lass uns eine Hilfe bekommen, aber erst in ein paar Stunden. So, wo geht's hier jetzt weiter? Ich finde die Missionen, die jetzt in Jurassic Park 3, die sind immer sehr kurz gehalten. Das ist ja einfach ein Hubschrauber. Warte, wieder da. Karte. Hubschrauber. Mache ich mal weiter hier, ne? Übrigens, falls ich jetzt nicht sehr gesprächig bin, ich bin müde. Ist, ja, war halt heute in der Schule. Und Schule ist anstrengend. Warte mal, Amanda. Mist, Viecher. Ah, ja, hier kann ich wieder. So.
Dann wollen wir mal hier die Zagabum. Das Gerät hier bauen. Und kurbeln. Boah, beim ersten Versuch. Bitte bewegen, danke. Jetzt einmal hier der AD. Judeski. Das ist eine Falle. Sie haben uns eine Falle gestellt. Schlau, die Viechers. Hier ist es nicht sicher. Ich kenne ein gutes Versteck. Ja, ich bin jetzt unabsichtlich in die Mission gegangen. Deswegen höre ich jetzt auch hier erstmal auf. Und dann mache ich hier in der nächsten Folge weiter. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.